exportierst du aus? Hey, die vom Label haben gerade gemeint, die haben jetzt jemanden für die Internetblogs. Okay, das ist ja super. Na ja, cool. Ganz geil, haben die es von gebacken. Wer ist das? Creative Pictures, glaube ich, heißt die Firma. Okay. Ich habe auch nichts von ihnen gehört. Ich meine, es sind Internetblogs. Ja, also, das ist schon viel cool. Hauptsache, wir müssen es machen. Ja, cool, cool. Hey, schau mal. Ja. Hallo Piet, wie telefonisch besprochen, findest du anbei ein bisschen Video-Footage von den Töpfen selbst gedreht. Weiß nicht, ob ihr damit arbeiten könnt, seht's doch einfach mal durch. Ansonsten viel Spaß mit den Jungs, die sind eigentlich ganz nett. Viel Erfolg, bei Fragen ruft doch einfach durch. Dennis Kern. Ob die nett sind, entscheiden immer noch wir. Los, starten, bitte. Jo, wir sind Blumentopf aus München. Die Band mit dem Rums, also mit den Coronas. Bald wieder bei euch im Plattenregal mit dem Album Nummer 7. Dem Album Nieder mit der G B R. Was ist denn das? Deutschrap. Das ist Deutschrap, Piet. Nieder mit der G B R. Ist ja voll Schrott. Sie können uns schon brauchen. Ja, das denke ich aber auch hier. Beats sind drauf, Raps sind drauf, Back to the Same Song und doch fresh. Und markiert es in eurem Kalender, Blumentopf mit der 7. Platte. Juhu! Die könnten auch mal sagen, wann es erscheint. Das ist nämlich unprofessionell. Ja? Jo, hier ist Blumentopf, die Band aus München. Ich hab jetzt vergessen, die machen Soundcheck gerade. Und denen können wir noch was beibringen. Ich spüre da was, da kommt was rüber. Beats, Samples, Blumentopf. Okay. Deutschrap. Wir brauchen eine Vision. Emotional, nein, authentisch, emotional, ganz nah dran. Na, am Blumentopf, sag ich doch. Fresh. Fresh. Fresh.